kleines Fachspiel, kleines Rondo, kleine Spielform. Bisschen reinkommen heute. Okay, dann starten wir mal. So also lautet der Plan für die erste Trainingseinheit der Saison. Unsere TSG-Frauen um Chefcoach Gábor Galay sind in die Vorbereitung gestartet, nach einer für manche viel zu langen Sommerpause. Ich freue mich riesig darauf, dass es wieder losgeht. Ich muss sagen, in der Pause habe ich den Ball tatsächlich vermisst. Schon nach der zweiten Woche dachte ich mir, irgendwas fehlt mir. Daher freue ich mich sehr, dass es heute wieder losgeht. Ich freue mich natürlich, dass es wieder losgeht. Man hat schon ein bisschen gekribbelt die letzten Tage, aber ich glaube auch, dass für uns als Trainerteam und auch für die Mädels die nächsten Wochen anstrengend werden. Aber ja, so ist es halt im Fußball. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. 6 Wochen haben Galay und sein Team, um sich auf die wohl größte Herausforderung der Vereinsgeschichte vorzubereiten. Erstmals kämpft die TSG um die Qualifikation zur UEFA Women's Champions League. Das ist für uns alle eine Herausforderung und wir wissen, was für eine Belastung auf uns zukommt. Daher müssen wir auch eine Schippe mehr drauflegen, auch physisch. Und ich denke, dass wir es gut hinkriegen werden. 18. August ist das erste Spiel gegen Valur und dementsprechend haben wir jetzt ein Ziel. Wir haben bis dahin ja, knapp 6 Wochen Vorbereitung und wollen natürlich auch erstmal Prinzipien, Inhalte trainieren, aber dann auch schon die Gegnervorbereitung einfließen lassen. Das ist eine Riesenmotivation. Wir haben uns letztes Jahr mehr oder weniger über die komplette Saison dafür beworben, qualifiziert. Und jetzt geht es darum, auch mal dieses eine Spiel dann Vollgas zu gehen und dementsprechend ja, das nicht als Strapazen zu sehen, sondern als Belohnung und versuchen, den besten Fußball zu spielen, den wir bis dato können. Ich würde schon gerne in die Gruppenphase einziehen. Wir wissen, dass es ein weiter Weg bis dahin ist, aber ich glaube an unsere Mannschaft, ich glaube an unser Können, an unser Fußballspiel und ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Die neue Saison bringt auch neue Gesichter mit sich. Dürfen wir vorstellen, Gia Corley kommt vom amtierenden Meister FC Bayern München, Tina De Kenny vom RSC Anderlecht und Jana Feldkamp von der SGS Essen. Ich war 2-mal hier schon zum Test und zu Sachenanprobe und es waren immer alle super nett und jetzt, ja, heute das erste Mal die Mädels kennengelernt, so richtig. Es hat immer Spaß gemacht, Hoffenheim zuzusehen, immer viele Tore geschossen, guten Offensivfußball gezeigt und ja, deswegen dachte ich mir, wäre cool, mal bei der TSG zu spielen. Petra Koschan komplettiert das Quartett der Neuen und wird ebenso wie die deutschen und österreichischen Nationalspielerinnen am Mittwoch zum Team stoßen. Ebenfalls etwas länger Urlaub haben die 4 Akteurinnen, die zuletzt für die U20 in der Relegation im Einsatz waren. Bald aber kann Gábor Galay wieder auf sein komplettes Team bauen und den Blick nach vorne richten. Denn unsere Frauen haben dieses Jahr Großes vor.